Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Folge 3 von Bioshock in der Remastered Edition. In der letzten Folge haben wir gelernt, wie man zündet. Was man als Jugendlicher ja schon mit 8 Jahren lernt. Aber wahrscheinlich nicht so effektiv. Oh, MAG. Oh. MAG sage ich schon. Kennt ihr noch MAG? Das Massively, MAG, keine Ahnung, Massively irgendwas, Game. Totaler Flop. Ich hatte es auch, Hammerspiel, nicht. Also wir gehen weiter. Ich lade mir erstmal nach. Quatsch, nein, so nicht, so. Ah, und rein. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Oh. Wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Was? Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, ja. An deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Vom Feinsten. Schwerlich vom Feinsten. Schwerlich. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Diamond. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture-Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Okay. Das nicht funktioniert. Da kann ich mir schon vorstellen, was uns gleich erwartet. Genau das. Hier rein? Nein. Wo muss ich denn jetzt hin, Freunde der Sonne? Oh. Ich hab da ja noch nicht alles, oder? Und ich werde halbwegs ein bisschen was entdecken hier. Ich habe keine Ahnung, wie man da unten reinkommt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Hier waren wir ja drinnen. Okay, dann gehen wir weiter. Schaut verdammt geil aus. Ein dummes Gequatsche. Kann ich denn... Ein bisschen mehr Hygiene würde hier nicht schaden. Was? Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Muss einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinen. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Das Bleifer lässt das Krachen mir an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber
Aber wenn du einen Medikinesen oh, das ist schwer. Könntest du diese verdammten Brandbomben fangen, die wieder an den Kopf werfen oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Big Daddies kann man damit umnöten oder was? Es ist ein Verlangen, ah, einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Wenn sie mich dann so fragt, dann werde ich mal ganz kurz speichern. Wahrscheinlich, ich war ja quasi gerade erst, aber. Kommt die bestimmt gleich. Was muss ich machen? Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Finde Telekinese. Ach du Kacke. Hat aber jemand so brennt, was? Ja, das ging nicht auf. Das hat man ja vorhin schon probiert. Wenn ich mal treffe, da ist ein Headshot, ansonsten schieße ich daneben. Ah! Stirbt einfach. Ich finde das immer noch ziemlich unintuitiv, so rum ist das Wort. Mit diesem Waffenwechsel, da muss ich mich echt erst dran gewöhnen. Wahrscheinlich meiner Dummheit liegen. Das einfache zu hacken? Das einfache zu hacken. So. Ich muss erst auflegen. So. Muss ziemlich billiger sein, oder? Willkommen im Zirkus der Werte. Ja, schon ein bisschen. Moment, bin ich einfach nur dumm? Wahrscheinlich. Das ist eine Selbstschussanlage. Keine Ahnung. Ich bin der Held des Tages. Geh mir auf den Sack, Junge. Was? Ah! Was war das? Alter! Oh, eine Shotgun! Warum ist denn das so dumm wie jetzt? Achso, da. Schluckt ihn die Alte. Alter. Was?
Ja. Ich suche die Behälter nach Beute. Ich habe mein Bestes getan. Ein sogenannter Ascher. Ah, ich brauche ihn. So. Ich werde mich nie dran gewöhnen. So, geht gar nicht auf, oder was? Es geht nicht auf. Heilen. Gegner allein beim Benutzen Schaden. Benutzen die das? Oh, Scheißen. Autohacken. Einbrich. Bisschen Geld. Bisschen Leiche. Bandagen. Hier muss ich aufpassen, welche Plastik ich einsetze. Ich höre noch jemanden. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Sushong. Kunde, Fontaine Futuristics. Mhm. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist... Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Okay, zu greifen. Das Problem ist die Reaktionszeit. Sushong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Oh, war mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Professorische Ballmaschine. Hör doch ihr Lachen hier. Sehr geil. Auch der Spruch, manchmal vergesse ich, welche Pille welche ist, ist schon... War ich hier schon? Frag für den Freund. Ist weiß, männlich. Name Roland Ward. Oh, Alter. Können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Sushong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn. Weil Sie dazu neigen, die Probanden... Scheint ja Spaß zu machen. Oh! Oh, ich habe ihn vergessen aufzudecken. Ich bin so unglaublich intelligent. Ah, deswegen liebt ihr mich ja so. Ups. Ne, erstmal müssen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Rechts. Gerade. So. $10, naja.
Verbandskasten. Hier nichts drin. Moment. Okay. Ah, da ist nämlich eine verfickte Kamera. Wie komme ich denn hier hoch? Ich habe keine Ahnung. Moment. Das sah aus für mich für eine Treppe, aber ist keine, leider. Ich komme wahrscheinlich irgendwie. Hier irgendwie hoch? Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Aber ein bisschen unfair jetzt, ne? Ah, das haben wir ja schon 300 Mal durchgekauft. Ja. Du Ficker! Wo bist du? Was? Habe ich ihn erlegt? So, wo kann ich jetzt mehr Slots kaufen? Willkommen im Zirkus der Werte! Hier, ne? Moment! Stille dein Verlangen! Ich wollte hier auf die Map gucken. Verkaufsautomat. Wir hatten davon schon irgendeinen anderen, oder? Aber naja. Was soll's? Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Du mich auch. Okay. Hätte ich schmeißen können. Schön, Lena Assi. Hier vielleicht? Willkommen im Zirkus der. Nein, ich bin. Ja, genau das wollte ich. Muss ich jetzt warten, bis der Typ mir eine Bombe unterwirft, oder was? Bin noch mal ein bisschen dumm, ich gucke jetzt mal hier drauf. Der stört mit Granaten. Muss ich ja wirklich warten, bis der... Hörst du laufen, das Ding? Na wirf! Bist du dran? Schon? Was? Da lebt er noch! Überhaupt nicht krank! Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen.
Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Ah, das trifft den, ne? Blick weiter oben. Ich glaube, das ist nicht dafür da, dass wir hier rauskommen. Okay. So, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und sehen uns dann in der vierten Folge wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.